Herzlich willkommen zurück bei Runaway 3. Ich bin Poxter und wir befinden uns zurzeit in Happydale, einer Irrenanstalt, wo wir, ich vermute mal, aus Versehen eingebuchtet worden sind. Und um hier rauszukommen, müssen wir da in den Raum. Mal gucken, was sich hier so rausfinden lässt. Damit öffnet man die Sicherheitstür. Versuchen kostet nichts. Du wirst den Code nicht erraten, Basco. Na gut. Hindert die Insassen daran, sich in andere Flügel zu begeben. Vor ein paar Tagen ist er im Schwesternzimmer kaputt gegangen. Sie mussten Chuck rufen, um ihn zu reparieren. Chuck, so. Nein, halt. Erst müssen wir hier noch zu Ende gucken. Ich wollte da noch nicht reingehen. Geh mal dahin. Da haben wir nämlich noch mehr zu sehen. Gemeinschaftsraum. Zimmer 305. Zimmer 304. Gabo. Vor ein paar Tagen ist er im Schwesternzimmer... Ja, das wissen wir schon. Es scheint aber wichtig zu sein, wenn er das bei jeder Heizung wieder sagt. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier von links nach rechts alle Räume durch. Bei Gabo waren wir schon, also jetzt 304. Da ist nämlich auch eine grüne Lampe. So. Hey, Marcello! Ja, das ist aber schön. Was ist es genau? Eine Blume. Und sie ist für mich? Sie ist wunderschön. Sehr romantisch. Ein wahres Wunder der Natur. Wir haben ja schon Gegenstände. Gern geschehen, Basco. So viel zum Thema mein verschwiegener Mitbewohner. So ist das also. Er gehört Marcello. Wozu denn? Gut, dann nimm nicht. Ich habe wirklich Glück mit ihm als Zimmergenossen. Sein Bett ist unordentlicher als meins, nicht wahr? Sauerei. Mach ein Nickerchen. Bevor man die Blume hinzugefügt hat, hatte er ein imaginäres Foto in dem Rahmen. Er tat so, als ob er es jeden Tag tauschte. Einmal hat er sogar ein imaginäres Foto von sich selbst gehabt. Aber aus der Zeit, als er alt war. Ich glaube nicht, dass irgendwas von Marcello mir weiterhelfen könnte. Okay, sehr gut. Heute Nacht komme ich raus. Das schwöre ich. Nein, dann kommt nur eine Mückenplage rein. Man könnte sagen, dass die Gitterstäbe dicke am Reinkommen wow. Hatten. Die Sitzposition, das ist eine Leistung, ne? Das soll mal einer nachmachen, sich so hinzusetzen, einfach mit einem Bein so in die Luft. Nicht schlecht. Ein Wecker, etwas zum Lesen und einige Kartons. Nein, ich lasse alles so, wie es ist. Das ist meins. Und den Fluchtplan aufgeben? Nicht niemals. Ja, war klar. Kommen wir hier ein bisschen näher. Nö, gut, das Zimmer ist absolut uninteressant. Aber wir können mal kurz unsere Gegenstände angucken. Jetons, diese Pokerchips irgendwie. Trichter. Für besonders lange Untätigkeitsperioden empfohlen. Was? Gabo hat sie nach seiner letzten Flucht mitgebracht und unter den Insassen verteilt. Ich hoffe, es ist eine für drinnen. Was sollen wir mit so einer verschissenen... Wir haben ernsthaft eine imaginäre Blume im Inventar. Ich fasse es nicht. Viertes Kapitel? Unverhoffte Verbündete? Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht zweites Kapitel oder so, aber... Okay, viertes Kapitel. Alles klar. Dann, wie kommen wir hier wieder raus? Oh!
Sehr schön. Er ist ziemlich groß. Jetzt hat man hier ja auch wieder ein bisschen mehr... Damit Gina später sagt, ich sei unordentlich. Hä? Wozu denn? Ist auch nichts drauf. Wieso alles runterfegen? Nein, da habe ich nichts von Interesse drin. Mal gucken, vielleicht hat Gabo irgendwas Schönes. Der gehört Marcello. Ach ja, Namen verwechselt. Wozu denn? Marcellos Klamotten passen mir nicht. Da oben... Ne, betrachte Schrank. Das ist also nichts. Gut, dieses Zimmer ist absolut uninteressant. Ja. Da könnte Sieh man... Sieh mal an. Vielleicht ich rein? Ich hatte noch gar nicht bemerkt, dass es auch hier drin eine Klappe zum Lüftungssystem gibt. Gabo meint, dass der Schrank zu nah an der Klappe steht, als dass man durchgeht. Vielleicht kann man aber ja... Aber versuchen kann man es ja mal. Es geht tatsächlich nicht. Der kommt noch nicht mal auf den Schrank rauf. Der Schrank lässt zu wenig Platz zum Durchschlängeln. Ich kann die Klappe nicht benutzen. Ich müsste schon ein Gummimensch sein, um da reinzukommen. Vielleicht kriegt man ja den Schrank irgendwie weg. Okay, nächstes Zimmer. Geht nicht. Quickle ist da. Und heute hat er einen seiner Tage. Wie einen seiner Tage? Sprich Quickle an. Hey, Quickle! Was? Sag mal, Quickle. Sag mal, Quickle. Wie findest du das Essen hier? Wie findest du das Essen hier? Echter bürgerlicher Müll. Mini-Rationen. Und wenn man mehr haben möchte, wird viel zu viel serviert. Oh, ja, das ist... Streiken, Kameraden. Organisieren wir den Streik der reglosen Kinnladen. Ein Streik der leeren Mägen. Ein kohlehydratarmer Streik. Ich bin abgemagert. So, innerviert. Ah ja, alles klar. Mal gucken, gegen was er noch hey, alles... Hey, Quickle! Ich würde gern mal deine offizielle Meinung hören. Wie fandest du die Krankenschwester, die vor Miss Palmer da war? Unglaublich dick, esssüchtig. Liegt mit offener Bluse herum. Die Arbeitgeber hatten sie angestellt, um unsere Moral zu brechen. Sie hatte sogar was für die Arbeiterbewegung übrig. Miss Carrington gehört aufgespießt. Sie hatte es geschafft. Ich fühlte mich manipuliert. So innerviert. Der scheint mir ein sehr ich hätte da mal eine unterhaltsamer Frage. Häftling, hätte ich fast gesagt. Wie heißt denn das? Jemand, der einsitzt. Patient. Mitpatient. Was sagst du zu Dr. Tysons Methoden? Viel zu altmodisch. Ziemlich unmenschlich. Psychisch zersetzend. Der Typ war verrückt. Es gab nur Strafen, Fesseln, Operationen am offenen Kopf. Was war aus unserer geliebten Anstalt geworden? Es machte mich echt wahnsinnig. Ich bin schockiert. So. Sag mal, Quickle. Was hältst du von der Tischtennismannschaft aus dem linken Flügel? Eine Gurkentruppe. Wie sollen wir vorankommen, wenn Hollister, dieser Greis, die Gruppe trainiert? Er verbringt den ganzen Tag am Steuer. Lasst uns Hollister boykottieren. Ich werde ihn in seine Schranken weisen. Nein. Doch nicht. Ich bin ein guter Mensch. Bin ich geisteskrank? So innerviert! Aha, ja. Der hat auch, egal was man fragt, ist immer was Negatives, was er antwortet, glaube ich. Das klingt echt gut. Wie findest du die neue Krankenschwester, Miss Palmer? Haut und Knochen. Magersüchtig. Außerdem total zugeknöpft. Die Arbeitgeber haben sie angestellt, um unsere Moral zu brechen.
Sie hat meine letzte Ausgabe des Arbeiterkampfes konfisziert. Miss Farmer soll zurücktreten. Sie hat es geschafft. Ich fühle mich manipuliert. Angeekelt. Quickel. Der wird von Tag zu Tag schlimmer. Das ist genau das Gegenteil von dem, was er von der Vorgängerin gesagt hat. Und er fand die genauso schlimm. Das ist super. Sag mal, Quickel. Therapiemethoden. Wie fandest du das Ende von Runaway 2? Wie fandest du das Ende von Runaway 2? Beschämend! Entsetzlich! Inexistent! Pendolo an den Pranger! Raus mit ihnen! Kastrieren! So kann man nicht mit den Spielern umgehen! Spielerstreik! Ich habe mich nie so betrogen gefühlt! Tja, dazu... Dazu kann ich nichts sagen, denn ich weiß nicht, was das Ende jetzt genau ist. Also ich vermute, dass Brian verhaftet wird, ist das Ende, aber... Naja. Reine Vermutung. Ich hätte da mal eine Frage. Das kennen wir, das kennen wir. Was sagst du zu dem, was du von Runaway A Twist of Fate gesehen hast? Verspätet! Verspätet! Und schlimmer noch! Verspätet! Warum hat man dich so viel Zeit gelassen? Kinder, kauft es nicht! Anti-Pendulo-Streikposten! An die Arbeit! Ohne das Easter Egg im dritten Kapitel wäre ich absolut enttäuscht! So. Mitten in seinem Gewerkschaftsanfall? Ich warte lieber, bis er vorbei ist. Okay. Mitten in seinem Gewerkschaftsanfall? Ich warte lieber, bis er vorbei ist. Dann kann ich nicht weiter mit ihm reden. Dann gehen wir in der nächsten Folge in den Gemeinschaftsraum. Ich bin sicher, dass wir da auch noch einige nette Gespräche führen werden. Bis dann. Heyo!